Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Wir sind immer noch beim lieben Matthias im Home Gym, wie ihr seht. Heute mache ich Rücken, Bizeps und hintere Schultern. Dann habe ich alles weggeballert, weil wir fahren jetzt gleich nach dem Training nach Stuttgart zum lieben Tim und Nico, also InScope. Die Reise und alle weiteren Tage seht ihr jetzt im fortlaufenden Vlog. Aber wir trainieren jetzt erstmal eine Runde. Bin mit dem Training heute nicht so gut drauf, bin ein bisschen schlapp, habe nicht viel geschlafen heute, aber das ist ja keine Ausrede. Ich bin jetzt ungefähr wieder seit 2 Wochen richtig am Trainieren. Die Schulterschmerzen sind mal besser, sind mal schlechter. Die Kraft geht auch ganz schön nach oben. Jetzt haben wir Rücken erledigt, viel Übung gemacht. Reicht jetzt schnelles Training. Wir haben auch nicht allzu viel Zeit, weil wir müssten gleich schon losfahren. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen hintere Schultern. 2 Übungen Bizeps. Und dann war es das auch schon. Dann sind wir schon wieder auf der Autobahn. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Stuttgart. Zum lieben Tim und zum lieben Nico. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da sind. Jetzt kriegt er ein paar schöne Autobahn-Schnittbilder von mir. Ja, wir haben jetzt Tag Nummer 3. Heute haben wir Sonntag. Ich bin jetzt gerade frühstücken mit dem lieben Nico. Da sitzt er. Ich bin so ein Schnauzerlatze. Ja, über den Schnauzer haben wir gestern schon ausgiebig diskutiert beim Essen. Herr Matthias und ich sind ja gestern aus Trier nach Stuttgart geballert zu den Jungs. Und ja, wir haben viel vor, machen einen geilen Vlog für euch. Morgen gehen wir trainieren mit, ja, ich weiß nicht, ob Tim auch mitkommt oder weil er, ob er kann. Hoffentlich. Hoffentlich. So, Nico und ich frühstücken jetzt schön und danach geht's an die Arbeit. Ihr seht's, wir sind hier in so einem speziellen Frühstückslokal, was Nico uns empfohlen hat. Sieht ziemlich geil aus. Tim hat sich auch mittlerweile zu uns gesellt. Haben wir geschlafen. Hat's nicht geschafft. Da habe ich Beweise. Wir waren gestern im Restaurant und neben uns waren halt angetrunkene Medizinstudenten und die waren halt übertrieben laut. Medizinstudenten. Ja. Wir waren dann dort und waren übertrieben laut und neben mir sitzt Matthias und ich höre halt wirklich auf die Distanz nicht, was er redet. So laut war das dort. Und Kevin war irgendwo weg zwischenzeitlich, dann kommt er wieder zurück und auf einmal, so 20 Minuten später, steht Kevin auf einmal auf und kannst du das nochmal nachmachen? Wie er so am Platz saß und seinen Kopf so nach unten geschwenkt hat. Ich dachte erst so, Digga, was geht jetzt ab, Alter? 2 Minuten später sehe ich halt nur so, wie, und ich habe wirklich selten in meinem Leben Leute gesehen, die so aggressiv aufgestanden sind, wie Kevin den Stuhl nach hinten schiebt, aufsteht, sich an diesen Tisch stellt und sagt, könnt ihr jetzt endlich mal ruhig sein? Das macht mich aggressiv, dass ihr hier so laut redet, ja? Wir wollen uns hier ganz normal unterhalten und ihr schreit hier rum. Das macht mich wirklich aggressiv. Er war übel ruhig, als er das alles gesagt hat. Aber mit also, egal, was die Jungs jetzt erzählen, okay, rechnet davon nochmal so 50% runter, bitte. Ja? Rechnet lieber 50% drauf. Also, da war, ich hatte so ein Weinglas und Kevin hat mich gefragt, ob ich ihm mein Weinglas reichen kann. Und dann hat er das abgebrochen und hat gesagt, der Nächste, der laut ist, bei dem landet der Stiel in der Kehle. Es gab eine solche Situation, aber die Tatsachen wurden hier immens verdreht. Ich war der schlichtende Part. Tim und Nico wollten dort wirklich sehr gewalttätig werden. Ich musste die Situation klären, beruhigen, in den Griff bekommen. Tim und Nico dann wieder an den Tisch gesetzt und danach wurde sich auch friedlich die Hand gegeben. Tim und Nico gehen jetzt eine Runde spazieren. Die haben gesagt, Kevin, du gehst ja mit deinen Hunden immer so viel Gassi und jetzt bist du hier und warst schon lange nicht mehr Gassi. Wir gehen jetzt mal mit dir eine Runde Gassi.
Das Ding ist jetzt, war das jetzt ein Placebo-Effekt? Zu einem großen Teil definitiv. Und du bist dann halt noch indoktriniert, weil du natürlich so große Erfolgsversprechen kannst du siehst Deutsch in meinen Videos, weil die kennen so eine Wörter nicht. Indoktriniert. Das hab ich etwas. Was ist das? Was? Ja, nein, ich war so ein kleiner veganer Nazi. Kennst du das? Die Leute, die so dir vegan verkaufen, als würde das alles heilen. Weißt du, was ich meine? Tim Gabel. Der veganer Nazi. Digga, mein Opa hat mir beigebracht in Montenegro. Ich hab als Kind so viel geangelt. Aber ich habe immer, kennst du, also ich habe nie mit, also ich habe, also ich komme jetzt nicht aus den besten Verhältnissen. Wir hatten kein Geld für Angelrute. Wir hatten immer so, ne, kennst du diese Styropor-Dinger? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind lecker beim Frühstück gerade. Nico holt uns in einer Viertelstunde ab. Circa. Und dann gehen wir eine Runde trainieren mit Nico ins Gym. Ich bin gespannt. Und ja, wir nehmen euch gleich mal mit auf diese kleine Expeditionstour in Stuttgart hier. Das ist für mich das Arbeitsgewicht. Beim Bankdrücken. Ich denke auch, der Kevin wird damit arbeiten. Wie? Wir machen jetzt hier kein richtiges Training. Wovon redet er? War nur ein Spaß, Digga. Natürlich machen wir jetzt hier ein richtiges Training. Arbeitsgewicht, Junge! Nico trommelt gerade. Das ist gerade der, komm, wir fangen jetzt an zu trainieren, Trommelruf. Den haben wir einstudiert gestern. Damit ich ganz genau weiß, wann es losgeht, haben wir gesagt, dann trommelt Nico halt eine Runde. Ich lese bei dir in den Kommentarsektionen schon wieder die ersten Kommentare. Alter Inscope, der trainiert ja auch schon seit 5 Jahren und sieht immer noch aus wie der letzte Lappen. Kann auch nichts machen, Digga. Das sieht auch gut aus. Eigentlich, wenn das Video rauskommt, ist bei Nico schon ein sehr interessantes Video draußen. Wo Nico mit dem Gedanken spielt, Steroide zu konsumieren. Ja, Leute, ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Immer wenn man so denkt, so man hat vielleicht ein bisschen was aufgebaut, guckt in den Spiegel, die Trainingsübung, denkt so stabil, stabil. Auf einmal Kevin steht neben einem und guckt in den Spiegel und denkt so, okay, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Wie viele Jahre hast du da? 18. Training? 18 Jahre Training. Echt jetzt? Okay, das ist krass. Mit 15 das erste Mal 100 Kilo Bankdrücken gemacht. Hört sich gesund an, ja. Hey, Digga, das ist so übel unfair, Mann. Ich schwöre, ich sehe dich, wie du das machst. Und dann gucke ich mich an und ich denke so, was bin ich für ein Knochen? Alter, das ist richtig unfair. Jetzt bekomme ich richtige Depression. Warte. Aber dafür, dass du 3 Monate trainierst, finde ich das super. Absolut. Du bist muskulöser, als ich gedacht habe. Ja, was hast du denn gedacht? Ich dachte, dass du nicht so, ich dachte, dass du trainierst. Ich sehe dich ja auch immer bei dir in der Story. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich so muskulös bist. Jetzt sagen wir es mal so, alles andere wäre ja überpeinlich. Aber sehr geübt und gekonnt. Ja, natürlich. Also das hat er schon mal gemacht, ne? Das hat er schon mal gemacht. Ich erkläre euch mal ganz kurz was zum Trizeps, okay? Also der Trizeps. Warte. André, jetzt dramatische Musik, okay? Also der Trizeps wird folgendermaßen aktiviert. Es gibt 2 Möglichkeiten, den Trizeps zu aktivieren. Und zwar einmal durch diese Bewegung und durch diese Bewegung, okay? Und ich möchte den Trizeps voll treffen, indem ich beide Bewegungen kombiniere. Gut kombiniert, Sherlock. Gut kombiniert, Watson. Alles klar, das heißt, wir gehen jetzt also her und drücken den Trizeps so raus, ja? Ich habe lange Zeit den Fehler gemacht, dass ich unten den hier gemacht habe, okay? Nee. Bullshit. Absoluter Bullshit, okay? Oh mein Gott, mit diesem Tipp wird sich mein Leben verändern. Danke, Nico. Nee, ich muss echt sagen, Trizeps ist meine Lieblingsübung. Ich mag Trizeps, weil ich den cool finde. Gut gesagt. Gut gesagt. I don't know what it's like to be like you. Was ist deine Einschätzung so? Also was
würde bei mir noch gehen? Oder was würde bei mir generell gehen, wenn ich jetzt Testo nehmen würde, wenn ich es echt gescheit durchziehe? Wenn du auch die Ernährung dementsprechend etwas verbesserst? Alles, alles. Alles auf Optimum. Da wird richtig alles gehen. Ich denke mal, wenn du optimierst, alles so, hast du in 3 Monaten 10 Kilo mehr drauf. Okay, aber prozentual, wie viel ist davon Muskelmasse? In 3 Monaten geht ja nicht viel. In 3 Monaten geht nicht viel. Aber du wirst dein Volumen alleine schon wird ganz anders sein. Wenn du die Ernährung optimierst, das Eiweiß, alles anpasst, da wirst du in 3-4 Monaten deine 10 Kilo mehr drauf haben. Da bin ich mir fast sicher. So, Nico postet jetzt noch kurz für uns. Wir bewerten jetzt mal Nikos naturale Form, damit wir auch einen Vergleich haben, falls Nico anfängt zu naschen, dass wir gleich einen Vergleich haben, jetzt und in 6 Monaten. Ja, seitlich, okay, von hinten, Nico, einen guten Rücken. Gib alles! Jawohl, die Most Muscular. Aber ohne Scheiß, du siehst gut aus. So also gute Brust, gute Schultern, gute Arme, guten Rücken. Was für ein Netti reicht's. Also ich habe mir Dank gemacht, ich küsse deine Augen. So, das war's aus dem Gym mit Nico. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Vlöckchen. Tim hat sich leider gedrückt heute, der muss zur Reha. Aber wir verabschieden uns und wünschen euch viel, viel Spaß oder hoffen, ihr hattet viel, viel Spaß bei diesem wunderschönen Video. Und schön wieder einschalten, wenn es wieder heißt, willkommen!